Ja, wir haben die Sammlung Köberich jetzt seit 2009 hier an der Uni. Und der Köberich ist der größte Sammler von Reklamesammelalben in Deutschland. Er hat sein Leben lang diese Sammlung aufgebaut, hat 2500 Alben gesammelt. Das ist fast im Grunde der ganze Bestand dessen, was aufgelegt worden ist und millionenhaft gesammelt worden. Und wir haben jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit, dieses Material umfassend auszuwerten. Ein Reklamesammelalbum ist ja ein Album, in das Bilder eingesteckt oder eingeklebt werden können, die man als Produktbeigabe bekommt, um im Grunde die Kunden an eine bestimmte Marke zu binden. Also hier haben wir ein Beispiel von Palmin, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also seit 1900 herum, sehr, sehr viele Bilder herausgegeben haben, die dann eingesteckt wurden. Das ist sozusagen so eine erste Form. Die wählen immer die Form der sechsteiligen Serie. Das heißt, man hat ein riesiges Panorama an unterschiedlichen Themen, die sich dann im Album im Grunde nebeneinander reihen. Das entwickelt sich dann so ein bisschen weiter. In den Ende der 20er, 30er Jahre steigen die Zigarettenfirmen in die Sammelbildproduktion ein. Und damit werden die Serien sehr, sehr lang. Das sind dann sozusagen thematische Serien, die sich einem Thema widmen, wie hier beispielsweise Filmschauspielerinnen. Und dann eben 200 Bilder aneinander reihen in den Alben. Als quasi dritte Form, die sich auch noch entwickelt, da treten fast die Bilder ein bisschen in den Hintergrund und die Alben bekommen einen Text, in den dann die Bilder als Illustrationen eingeklebt werden. Und hier habe ich eins, da sagt der Titel mal direkt, wie man sich das eigentlich vorstellte, Durchschauen lernen. Und die Idee war eben, dass die Kinder, die das einkleben, indem sie einklebend die Ordnung, die vorgegebene nachvollziehen, im Grunde Weltwissen erwerben. Ja, Reklamesammelalben sind aber ein rein marktwirtschaftliches Medium, das eben nicht von Politikern gemacht worden ist, auch nicht von Akademikern. Und insofern gerät da oft sehr viel durcheinander. Und indem wir jetzt massenhaft Bilder untersuchen können, können wir eben feststellen, wie zu einer gegebenen Zeit in einer gegebenen nationalen Gesellschaft der Zusammenhang zwischen Ideologie und Bebilderungskanon funktioniert hat. Ja, ich habe hier als Beispiel einige Bilder Karls des Großen rausgesucht. Hier ist das erste Bild aus einem Reklamealbum der Kakaofirma Benstorp. Benstorp war nämlich eine niederländische Firma und die haben dieses Bild in Deutschland, also für deutsche Kinder, auf den Markt gebracht. Das ist eine richtige Mischung eigentlich, eine kulturelle, nationale Mischung. Der Text ist deutsch. Das Bild ist offensichtlich das gleiche Bild, das in Holland gebraucht worden ist. Der Text ist noch niederländisch. Und die dritte Nationalität darin ist gewissermaßen Frankreich, denn dieses Motiv, das hier übernommen worden ist, Karl in der Palastschule, ist ein typisches französisches Karls-Motiv. Und über den Umweg über Holland ist dieses französische Bild in deutsche Wohnzimmer gelangt. Ich habe hier noch ein weiteres Beispiel, das ist aus dem sogenannten Heldenalbum der Firma Stolberg, Schokolade. Was wir hier sehen können, ist, dass der französische Karl in römischem Ornat, ein alter Mann, verwandelt worden ist in einen fränkischen Recken, ja, mit Schnauzbart und fränkischer Tracht. Ein Held eben. Also was man an diesen Beispielen für das Bildthema Karl in der Schule sehen kann, gilt im Grunde für jedes Bild. In jedes einzelne Bild sind nationale Ideologien, Konflikte, Befindlichkeiten, Empfindlichkeiten eingeschrieben. Und was wir mit diesem Projekt erreichen wollen, ist, dass wir die wieder sichtbar machen, weil es dafür noch keine Sensibilität gibt.